Creeper. Der ist aber da reingelaufen. Soll Da ich da ist mal aber. hingehen? Da ist kein Soll ich da Creeper mal drin. hingehen? Ja, geh hin. Zeig. Jetzt ist der hier. Oder ist das ein anderer? Warte, den habe ich da reinlaufen gesehen. Das habe ich sogar hier drauf. One hit. Der ist da reingelaufen. Ich hab ausgejagt. Hätte eigentlich von mir bekommen. Gibt's doch Super immer. nicht. Ich habe den gesehen, wie der da reingelaufen ist. Der ist Verbesser! aber definitiv nicht mehr da. So viel Halluzination. Ich hab's hier drauf. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich höre es. Klick, 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 klick. Na, normal. Nein, überhaupt nicht. Ich kann's noch lauter, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe hier nur eine einzige Feder, das ist scheiße. Wozu willst du Federn? Ja, um mir Pfeile zu kraften. Ach so. Ich bring dich gleich um. Warum? Macht da gar nichts. Gar nichts. Ja, ist so. Doch, ich mach was. Ich pflanze jetzt mal ein paar Saplings. Das ist wenigstens mal eine gute Idee. Das ist eine höchst produktive Idee. Ja. Ich bin auch im Besitz eines solchen Wortschatzes. Eine innovative Idee. Hey, produktiv habe ich gesagt, aber Ja, egal. aber innovativ klingt cooler. Irgendwie nicht, aber egal. Ich bin schon Das ist noch mehr. kompetenter. Willst du noch mehr in Streberhafte reingehen oder was? Hallo, wir sind Gamer, die haben dort nicht. Ach ja, stimmt. Wir kennen sowas nicht. Wie das Wort, genauso wie das Wort Bildung und sonst was. Und duschen. Sonst kommt RTL wieder und sagt: Mein Gott, das sind ja Gamer. Und nebenbei haben sie auch ein Real Life. Was ist das? Eine Mutation? Oh mein Gott. Sie können denken, reden und sprechen. Wie kann das nur? Ich bin am Überlegen. Soll ich hier noch Treppen draufsetzen? Ich kann es mal probieren, wie es aussieht. Das sieht ein bisschen krüppelhaft aus. Was? Das Dach sieht ein bisschen krüppelhaft aus Es von der ist auch Seite. noch nicht fertig. Oh, ich wollte gerade sagen. Erstmal Nom Nom machen. Ui. Wir teilweise voll die stillen Phasen haben. Ey, Chris hat mir letztens erzählt, wir waren zum Beispiel Mass Effect 3 Let's Play, war kurz dabei, hat gesagt, die Welt soll untergehen. Die haben schon mehrmals vorher gedacht, dass die Welt untergehen soll, aber die haben wirklich gedacht, die Welt untergehen soll jetzt. Zwar nicht 2012, sondern in ungefähr 100 Jahren, aber es soll untergehen. Weißt du, wie häufig sie schon gesagt haben, dass die Welt untergehen soll? Jetzt steht anscheinend richtig fest, irgendwie soll irgendwie Meteorit oder was drauf klatschen auf die Erde. Und dann sagen, boah, aber Junge, die Erde muss jetzt essen. Aber trotzdem, das ist immer jedes Mal immer das ist was anderes. Das ist klar, irgendwann wird es passieren, aber wir werden es garantiert wahrscheinlich nicht mehr. Oder es gibt die Chance ist viel zu klein, dass wir das miterleben werden. Ja, das sowieso. Eben. Hoffentlich erleben wir das nicht mehr mit. Ja, das ist eine ganz, ganz minimale Chance. Ey, wenn die Chance zutrifft, dann hau ich die kaputt, das Dopper. Dann sag ich, Gott, da hast du aber noch Scheiße auf der Welt gebracht, ne?
Dann sagt er, ja, am nächsten Mal mache ich es besser. Also, wenn man davon ausgeht, eigentlich müsste es ja. Irgendwann passiert es sowieso, weil irgendwann ist es ja nichts unendlich, außer das Universum, aber. Das ist auch nicht unendlich. Wann sagt man, das sei unendlich? Aber alles hat irgendwo ein Ende. Nur, es ist das halt auch, es ist auch nicht richtig unendlich. Es verbreitet sich auch nur immer wieder. Vergrößert sich. Nee, es ist bloß so weit unendlich, dass wir kennen es nur nicht. Ja, man kann es sich nicht vorstellen. Genau, deswegen sagt man, es ist unendlich, aber es hat hundertprozentig ein Ende. Ich sag, ich gebe den 50 Jahren, dann schicken die ersten richtigen Raumschiffe raus, so wie eine Enterprise, so eine Art, sag ich mal. Und dann ist die Welt nicht mehr, und es ist die Galaxie auch nicht mehr unendlich. Ja, man ist kann so. Sich nur nicht, der Mensch will halt alles ergründen und man kann sich nicht vorstellen, was danach kommt. Was kommt dahinter? Das kommt nach dem Menschen. In 50.000 Jahren sollen wir ja auch aussehen wie so Aliens, so richtige, ne? Das kann man dann, alles nicht wissen, dann, eigentlich. Dann sollen wir nicht mehr auf Klo gehen müssen und sowas, sondern dann müssen wir auch nicht mehr essen und so ein Scheiß. Echt? So sagen das zumindest die Wissenschaftler, die laut RTL eine IQ von 100 haben. Oh Mann, RTL-Jokes. Ey. Hühnchen! Stirb! Feder! Und es ist ja genauso, wie die Menschen sich nicht vorstellen können, was nach dem Tod kommt. Weil man kann sich nicht vorstellen, also dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Einfach das Nichts ist. Man fühlt nichts mehr, man sieht nichts mehr. Es ist nichts. Das kann man sich nie vorstellen. Ja, das ist ja gerade. Ja. Genau Chicken! Wie. Genau wie der Mensch immer einen Grund braucht, um irgendwas zu tun. Also er ergründet immer alles. Warum ist das so und das so und das so und sowas? Chicken Wings. Freck Chicken. Chicken, gib her. Gib Feder her, gib Chicken. Ah, scheiß. Rosenblätter. Ist geil, ich hab so jetzt so ein, den Texturenpack hast du ja auch Custom Mobs drauf, ne? Mhm. Das heißt, Mobs sehen auch anders aus. Ich weiß. Du hast das Texture Pack drin, was ich dir gegeben habe, ne? Nee, noch nicht. Was hast du eins drin? Das, was ich auch vorher hatte. So. Die Links muss man in die Beschreibung reinpacken. Das hat sich mal, hat ja meiner nach gefragt, ne? Ach so. Okay, mach ich. Wenn ich es noch wiederfinde, müsste aber. Ich weiß ja den Namen. So, genug Chicken Wings gesammelt. Denn die krieg ich noch. Chicken Wing! Boah, wir haben nur mal viel. Über den Stack. Gehst du eigentlich zur Gamescom? Du? Weiß ich noch nicht, vielleicht. Wo ist die? In Köln. Hast du schon eine Karte dafür? Da kriegt man die da auch, da kann man die auch kaufen, die Karte. Die kann man da kaufen. Ja, dann treffen wir uns in Köln, ja? Wann ist das? Wann ist das? Vom 15. bis zum 19. glaube ich. August. Oh. Hoffentlich ist es am Wochenende. Ja. Geil, dann komme ich, denn sonst muss ich nämlich arbeiten. Ich muss gucken, ich weiß ja nicht, wie ich da hinkommen soll. Mit der Bahn, so wie ich auch. Ja, toll. Oder fährst du ungern Bahn? 6 Stunden ungern. Ich fahr auch 2 Stunden bis dahin. Toll. Ich guck mal, ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Okay. Aber wenn du da hingehst, dann komme ich auch. Sonst brauche ich nicht hingehen. Ich brauche noch unbedingt Flint. Das heißt, ich muss mir noch eine neue Schaufel machen. Und meine Schaufel, die ich habe, die baut Flint.
Obwohl, nee, müsst doch nicht gehen mit der Schaufel, ich hab. Gravel, Gravel. Ich bin dieses Jahr auf ziemlich vielen Conventions, wo du aber nicht sein wirst. Auf welche Art von Convention? Anime Conventions und sowas. Okay, der bin ich eindeutig nicht. Vor Japan-Tag oder Cosday oder Cosday sogar noch dieses Jahr auch noch. Du bist so ein Anime-High-Dinger da, ne? Hä? Du bist ja so ein Anime-Fan da. Ja. Ich zeichne so. Aber Manga zeichnest du nicht, ne? Was? Aber Manga zeichnest du nicht, ne? Doch, auch. Ich muss aufpassen, hinter dreh ich noch Anime-Pornos. Wenn schon, heißt das Hentai, ist nicht Anime-Pornos. Das ist das Gleiche. Ich weiß. Wie gesagt, da bestehe ich drauf, dass man solche Fachbegriffe kennt. Okay. Mami. In sowas bin ich so ein kleiner Nerd. Muss ich zugeben, aber. Ja. Ich kann das eindeutig nicht mit meiner Schaufel abbauen. Mit meiner Effizienzschaufel da. Kuscheln! Boah, wie die gerade alle am Twittern sind ohne Ende. Flop nochmal. Ich weiß jetzt auch schon, wo ich versuchen werde, vielleicht, wenn ich studiere. Du willst studieren? Ja. Für deine Biologenkram da, ja, ne? Vielleicht das, aber wahrscheinlich eher Modedesign. Boah, mach doch Biologin da. Ich kann auch beides machen. Dann schwimmen wir zusammen den Haien. Kennst du das Lied, lass über Haie reden? Ja, das kenne ich. Ich hab mich da so abgehört, als ich das gehört habe. Haie stehen da für einen harten Scheiß. Vor allem ein Kumpel von mir, ein Kumpel, ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, hat das Lied als Klingelton auf seinem Handy drauf. Oh. Ja, und dann geht das Handy immer an und so, lass mal über Haie reden. Ich find sowas krank. Ich habe immer noch den Standard LG Klingelton auf meinem Handy drauf. Hört man das? Was? Das Gesinge im Hintergrund von meiner Schwester? Ganz leise, ganz, ganz, ganz leise. Okay, Leute, bitte tut mir einen Gefallen und macht jetzt eure Boxen aus, denn leicht können es Ohrenschmerzen für euch werden. Ohrenkrebs. Auf jeden Fall.